Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Stürmer Luka Jovic fest an den Club gebunden. Der Europa-League-Viertelfinalist zog am Mittwoch die entsprechende Kaufoption, nachdem der Spieler zuvor von Benfica Lissabon ausgeliehen war. Somit hat der serbische Nationalspieler nun einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 bei der Eintracht. Die Entwicklung von Luka bei uns ist sehr erfreulich. Für uns war es gar keine Frage, dass wir ihn fest an den Club binden wollen, sagte Eintracht-Sportvorstand Freddy Bobic. Er ist ein Spieler mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Es ist für uns sehr wichtig, dass wir ihn an die Eintracht gebunden haben. Luka Jovic wechselte als 19-Jähriger im Sommer 2017 aus Lissabon zur Eintracht. In der laufenden Saison konnte Jovic bislang mit 17 Treffern und 6 Torvorlagen in 27 Bundesligaspielen glänzen. Auch Atletico Madrid kann einen seiner wichtigsten Spieler binden. Die Madrilenen haben den Vertrag mit Torhüter Jan Oblak vorzeitig um 2 Jahre bis 2023 verlängert. Das gab der Tabellenzweite der Primera Division am Mittwoch bekannt. Ein Wechsel des slowenischen Nationaltorwarts ist damit vorerst vom Tisch. Oblak war zuletzt immer wieder als Kandidat bei mehreren europäischen Topclubs gehandelt worden. In den vergangenen 3 Jahren wurde Oblak jeweils als bester Torhüter der spanischen Liga ausgezeichnet. Wie es dagegen bei James Rodriguez weitergeht, ist noch unklar. Der Kolumbianer ist aktuell von Real Madrid an den FC Bayern verliehen. Die Münchner könnten ihn per Kaufoption für 42 Millionen Euro fest verpflichten. Nun berichtet die Sportbild, dass James-Berater Jorge Mendes in dieser Woche ein Gespräch mit den Verantwortlichen der Münchner führen möchte. Denn er und sein Klient wollen endlich Klarheit über die Zukunft haben.